Herr Dr. Werner, Sie betreiben in Ihrer Klinik in Essen-Mitte integrative Schmerzmedizin. Was muss man sich genau darunter vorstellen? Integrative Schmerzmedizin vereint die konventionelle Medizin plus naturheilkundlich-wissenschaftlich fundierte naturheilkundliche Verfahren. Das heißt, wir machen die gesamten konventionellen Verfahren in eigentlich alles, was gut und teuer da ist. Und wir führen dann wissenschaftlich untersuchte Verfahren wie Blutegel, Akupunktur, Manualtherapie, Kneippsche Wickel, all diese Dinge zusammen. Sie haben es jetzt schon aufgezählt. Ich wollte Sie fragen, welche Verfahren wenden Sie an? Kommen da noch welche hinzu? Also Naturheilkunde sind ja grundsätzlich Hydrotherapie, Wasserverfahren mit Wickeln, Bädern, Auflagen, Bewegungsverfahren, und zwar besonders die aktiven, Feldenkreistechnik, sensomotorisches Training, Yoga, Tai Chi, Pflanzenheilkunde, da Weidenrinde zum Beispiel bei Rheuma-Patienten oder Brennnesselpräparate. Die Ordnungstherapie als ganz, ganz wichtiges Element, wo es darum geht, wie geht der Patient mit seiner Erkrankung um. Es hat eine große Schnittmenge mit der Psychoedukation. Und die Ernährung natürlich, wo immer mehr Fasten auch in den Mittelpunkt rückt. Welche Schmerzpatienten haben Sie? Wer kommt zu Ihnen? Wir haben typischerweise die Schmerzpatienten, die nicht onkologischen Schmerzpatienten mit degenerativen und oder funktionellen Schmerzerkrankungen. Also Patienten mit chronischen Rückenschmerzen, mit Kopfschmerzen, mit Bandscheibenvorfällen, Fibromyalgie-Patienten, Arthrose-Patienten. Das sind die Patienten, die bei uns sind. Das sind sicher oft welche, die schon längst woanders waren, andere Stationen durchlitten haben. Wie hoch ist denn Ihre Erfolgsrate? Die Erfolgsraten sind immer sehr schwierig vorauszusagen. Aber der erste Teil der Frage, wir haben sehr viele Patienten, die woanders noch nicht Erfüllung gefunden haben oder die frustran Medikamente eingenommen haben. Und denen können wir durch Selbstwirksamkeitsmethoden, durch komplementäre Verfahren sehr oft noch helfen. Und wir haben auch viele, denen es langfristig gut geht. Wie die Erfolgsraten sind, das hängt sehr oft mit dem einzelnen Patienten zusammen und weswegen er kommt. Das ist sehr unterschiedlich. Aber ich schätze mal, Sie können Erfolge vorweisen. Wir haben viele Erfolge. Sehr schön. Was ist der Unterschied eigentlich zur alternativen Medizin? Also der Begriff der alternativen Medizin ist dadurch geprägt, dass man die normale Medizin ablehnt. Und wie ich gerade schon eingangs sagte, das kommt für uns gar nicht in Frage. Wir vereinen die normale Schulmedizin, die konventionelle Medizin mit ergänzenden Verfahren. Und auf keinen Fall lehnen wir die normale Medizin ab. Das wäre alternativ und das wiederum lehne ich ab. Sie versuchen aber schon, Alternativen zu finden zu starken medikamentösen Behandlungen. Da muss man ja ehrlich sagen, wenn die Patienten mit guten Medikamenten gut eingestellt sind, kommen die bei uns gar nicht an. Und dann ist es für mich auch okay, weil es geht ja letztlich darum, dass es dem Patienten gut geht. Wenn der Patient mit Medikamenten gut eingestellt ist, wenn er sich dann an uns wendet und das ändern möchte, können wir gucken. Aber wichtig ist, wie geht es dem Patienten? Keine Nebenwirkungen mit Medikamenten, das wäre integrativ, das ist okay. Wenn er allerdings Beschwerden hat, obwohl er starke Medikamente nimmt oder gar keine Wirkung, dann würden wir es schon versuchen, die Medikamente zu reduzieren, abzusetzen und dann mit anderen Mitteln zu arbeiten. Wie steht es denn mit den Evidenzen Ihrer Verfahren? Gibt es genug Untersuchungen dazu? Es gibt mittlerweile viele Meta-Analysen zu Akupunktur, zu Bewegungsverfahren. Auch in den nationalen Versorgungsleitlinien nehmen die ergänzenden Verfahren einen großen Stellenwert ein. Nehmen Sie als Beispiel den unspezifischen Rückenschmerz. Da werden nicht-medikamentöse Verfahren ganz stark betont in den Leitlinien. Die amerikanischen Leitlinien sagen sogar, man soll die nicht-medikamentösen Verfahren vorziehen gegenüber medikamentösen Verfahren. Und diese nicht-medikamentösen Verfahren sind ganz viele naturkundliche Elemente. Bei der Kniearthrose gibt es schöne Studien, Meta-Analysen, die Wirksamkeit bei Gonarthrose nachwirken. Doch, da ist viel Evidenz erzeugt worden in den letzten 20 Jahren. Wäre es nicht eigentlich sinnvoll, generell bei Schmerzpatienten immer auch naturheilkundliche Verfahren mit in Betracht zu ziehen? Jetzt muss man überlegen, wie definiert man das an der Stelle, dass die Patienten sich von Anfang an bei Schmerzen bewegen und sich gesund ernähren, auf jeden Fall. Aber das ist dann auch für jeden Einzelnen bei kleineren Dingen einfach umsetzbar. Vielen Dank.